das Ganze hochbauen. Ihr seht, Alter, wie nice ist das denn, bitteschön. So Leute, wir werden heute mal die dümmsten Items in Minecraft testen. Es wird wirklich super, super verrückt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was das Dümmste war, was ihr jemals gemacht habt. Würde mich mal interessieren. Und Leute, lasst doch gerne an dieser Stelle ein Like da, lasst ein Abo da. Dann sehe ich auch, dass ihr solche Sachen feiert, denn es wird wirklich verrückt. Und Leute, starten wir einfach mal mit der allerersten Sache. Das Ganze hier ist ein Data Pack. Ich werde euch das auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Und Leute, ich würde sagen, let's go, denn wir feiern heute Party. Stellt euch mal vor, man gibt das hier so einem Kollegen, ne, der denkt sich, ach cool, ich bekomme ein Geschenk, will das dann öffnen, macht Rechtsklick drauf und dann... Oh, lol, dann hat er jetzt erstmal... Hä, Moment, warum? Okay, also ich darf wohl nicht, ja, im Creative-Modus sein, so wie es aussieht. Deswegen hat das jetzt hier nicht funktioniert. Aber Leute, jetzt noch einmal auf ein neues und... Bäm! Lol, man hat einfach eine Explosion in Kombination mit richtig vielen Luftballons. Man sieht nämlich, die steigen hier gerade hoch. Das sieht richtig, richtig cool aus, meiner Meinung nach. Also wir können nochmal ganz kurz hochfliegen. Da sieht man es auch nochmal so cool. Ah, jetzt sind sie verschwunden. Es sah richtig, richtig nice aus. Und ich glaube, bei so einer Geburtstagsparty, wenn man die crashen will zumindest, dann ist das doch ganz nice. Genau, dann haben wir hier einmal eine Uno-Reverse-Karte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Uno gespielt habt. Denn mit Hilfe von dieser Karte haben wir die Möglichkeit, einen Pfeil abblocken zu lassen und ihn in die andere Richtung fliegen zu lassen. Ich werde euch das Ganze einfach mal zeigen, würde ich sagen. Denn wir sehen schon, wir können jetzt hier einmal ein Skelett spawnen. Und wenn ich mich jetzt wieder in den Survival-Modus setze und diese Karte halte, seht ihr schon, der Pfeil, der prallt ab und wird zurückgeschossen. Also, man sieht, bumm, okay, der ist einfach lost und geht jetzt hier an Tag raus. Kann man mal machen, der stirbt dann selbst. Wird von seinem eigenen Pfeil getroffen. Wir sehen es, solange ich diese... Lol, der hat mich tatsächlich getroffen. Weil ich den nicht angeschaut habe oder weil die mich beide gleichzeitig angeschossen haben. Ich weiß es nicht. Wenn ich die Karte weglege, dann funktioniert es nicht mehr. Wenn ich die Karte halte, dann seht ihr schon wieder, wird sie abgeprallt. Also wird der Pfeil abgeprallt. Also super lustig. Komischerweise treffe ich aber manchmal... Ah, jetzt, doch, jetzt habe ich ihn getroffen. Aber... Ja, manchmal funktioniert es irgendwie nicht. So, ich snack nur mal ganz kurz etwas. Leute, ich denke mal, wir alle lieben doch Musik. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr momentan so ein richtiges Lieblingslied habt, wo ihr so richtig einen Ohrwurm von habt. Denn wir haben jetzt etwas Bass am Start. Genau, denn das hier ist eine Bassbox. Und ich sag euch so viel, Leute, davor stehen ist keine gute Idee. Also, ich werde euch das Ganze mal demonstrieren. Ich schnappe mir etwas Redstone. Wir sehen schon, bam, wir haben jetzt hier schön Redstone am Start. Ich glaube, ich kann nicht zwei nebeneinander haben, fällt mir gerade auf. Aber jetzt müsste es theoretisch funktionieren, oder? Komm, 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 komm. Jawohl, wir sehen schon, wuhu. Ey, warum funktioniert es da nicht? Ja, Chicken, du gehst da jetzt auch rein. Nein, ich wollte nicht so viele Kühe spawnen. Ach, Mann. Also, Fakt ist, solange wie Stroh... Lol. Solange wie Strom auf dieser Bassanlage ist, wird man einfach wegkatapultiert. Irgendwie nicht, lol, immer, irgendwie nicht immer oder irgendwie nicht immer sofort, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt hier mal Kühe anschauen, Alter, wie die wegkatapultiert werden. Es sieht so lustig aus, ne? What the hell? Leute, richtig nice und das ist auf jeden Fall die fette Bassbox. Von der fetten Bassbox gehen wir einfach mal rüber zum nächsten Item, denn wir haben jetzt hier noch einmal eine Garagentür am Start, Leute. Ganz genau, ich denke mal, die ganz normalen Türen kennen wir doch alle. Also, stellt euch mal vor, das wäre unser Haus. Wir haben jetzt hier eine ganz normale Tür. Lol. Okay, wir haben hier eine ganz normale Tür. Da können wir reingehen, können wir rausgehen. Gar kein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Garage bauen will in Minecraft, dann würde man das sehr wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen so andeuten, könnte man sagen, mit solchen komischen Türen. Sieht jetzt nicht, sieht nicht schlecht aus, aber ist auch nicht schön, ne, muss man dazu sagen. So, wir haben jetzt aber eine ganz besondere Sache und zwar haben wir Folgendes. Bam, Leute, schaut euch das mal an. Das sieht ja mal so nice aus und es ist einfach eine Garagentür, die hoch und runter fahren kann.
und man kann da einfach nicht durchlaufen. Also ihr seht, das funktioniert nur, wenn die Garagentür wieder hochgefahren wurde. Dann funktioniert das Ganze und das Beste ist, wir können das Ganze auch umwandeln in Holz. Also wenn wir jetzt eine Holzgaragentür haben möchten, dann funktioniert das Ganze auch. Es sieht so cool aus. Stellt euch mal vor, man hat dann hier irgendwie so ein fettes Auto drin, vielleicht mit einer Mod und dann hat man einfach so eine richtig coole Garagentür. Also finde ich richtig, richtig heftig und ja, auf jeden Fall eine coole Funktion, die ich mir persönlich auch in Minecraft vielleicht wünschen würde, weil es einfach so richtig cool ist. Bei der nächsten Sache muss ich ganz klar sagen, Leute, ich würde nicht mehr in die Nähe von mir kommen, denn wir haben den krassesten Türsteher, den man sich vorstellen kann. Dieser wird wirklich alles töten, was ihm in den Weg kommt. Ich werde das Ganze mal platzieren. Ihr seht, oh mein Gott, wir haben einfach so eine krasse Vogelscheuche, die erstmal noch relativ normal aussieht. Aber sobald irgendwelche bösen Monster in die Nähe kommen, seht ihr schon, bam, der schießt die einfach mit Feuer ab. Alter, es ist halt so krass, besonders die wehren sich halt auch gar nicht, die können sich gar nicht wehren. Und oh mein Gott, jetzt hat er beide gekillt, beide sind einfach getötet. Und das Krasse ist, jetzt könnte man denken, okay, vielleicht werden wir ja auch angegriffen. Aber Leute, es ist so, wenn ich in die Nähe davon gehe, es passiert gar nichts, wir sind beste Freunde, gar kein Problem. Und ja, dementsprechend, Leute, müssen diese ganzen Skelette hier auf jeden Fall dran glauben. Guck mal, der will mich sogar noch abschießen. Ja, ich verstecke mich jetzt hier hinter. Ich verstecke mich jetzt hinter dieser Vogelscheuche. Ja, willst du mich immer noch angreifen? Hä? Willst du mich immer noch angreifen, Kollege? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, das ist wirklich nicht gut. Komm, schieß mich ab. Komm, hör, willst du mich abschießen? Komm, komm, gib alles, Alter. Ja. Da guckt er doof, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt erstmal ganz kurz was zu essen. Denn ich denke mal, wir alle haben Hunger bekommen, ne? Und wir sehen schon, wir haben eine Bohne bekommen. Und schaut euch mal an, was diese Bohne macht. Genau, Leute, denn wir pupsen einfach durch diese Bohnen ab und zu. Und es kann sogar passieren, dass wir dadurch richtig krass in die Luft geschleudert werden. Dadurch, dass wir halt einfach nur Bohnen gegessen haben. Also es ist so lustig, schaut euch das mal an. Wir springen einfach so weit nach oben, dass wir sogar Fallschaden manchmal bekommen. Also es ist super lustig, allein die Idee, dass wir durch Bohnen essen, pupsen. Also, ja, kann man definitiv mal machen, muss man sagen, ne? Richtig, richtig coole Idee. Also feiere ich auf jeden Fall, Leute. Und ja, oh, jetzt mal wieder ein bisschen höher gesprungen. Und ja, so viel zu der Bohnenangelegenheit. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Dann haben wir noch einmal die Ore Pickaxe. Ich bin jetzt hier einmal in der Mine unterwegs, denn mit dieser Spitzhacke müssen wir nicht immer alles einzeln abbauen, so wie das normalerweise der Fall ist. Zumindest bei Erzen, denn bei Erzen haben wir die Möglichkeit, einfach alles, bam, auf einmal abzubauen. Alter, wie viel war das denn bitte schön? Wie viel Kohle konnten wir denn auf einmal abbauen? Alter Schwede, 39 Kohle haben wir einfach auf einmal abgebaut. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen und, Alter, auch Eisen. Hier war einfach 8 Eisen an einer Stelle. Es ist so cool, dieses Item. Es funktioniert, wie gesagt, nur bei Erzen und ist super, super verrückt. Wenn man sich die Zeit ersparen möchte bei Erze abbauen, dann ist das auf jeden Fall das richtige Item für euch. Schaut euch das mal an. Es geht einfach so schnell. Es geht einfach so schnell. Wir können diese Erze so schnell abbauen. Egal ob Eisen, egal ob Diamanten. Das ist wirklich egal. Ich kann mal ganz kurz hier noch ein paar Diamanten platzieren, um euch das Ganze hier zu demonstrieren. So, wir haben jetzt hier nochmal jede Menge Diamanten am Start. Und ja, jetzt sehen wir auch, dass das bei Diamanten der Fall ist. Also, dass wir die auch mit einem einzigen Schlag sofort abbauen können. So, und wir sehen schon, zack, einfach alle Diamanten wurden, ja gut, zumindest die meisten Diamanten wurden auf einmal abgebaut. Super OP und mega, mega nice. Kommen wir jetzt aber zu meinem Lieblingsitem schlechthin, Leute, denn wir sehen schon, wir haben hier Schienen und an sich so eine schöne Minecraft-Strecke zu bauen, da spricht ja nie was gegen. Super cool eigentlich, aber wir können jetzt einfach, theoretisch, wenn wir möchten, das Ganze hochbauen. Ihr seht, Alter, wie nice ist das denn bitte schön, dass wir einfach diese Schienen an die Wand platzieren können. Ich weiß gar nicht, kann ich sogar damit Loopings bauen? Geht das auch? Nee, das funktioniert nicht. Wir können die Strecke hochbauen, aber jetzt nicht im Kreis bauen. Aber Leute, sind wir mal ehrlich, das ist ja schon an sich verrückt genug, dass es überhaupt funktioniert. Und schaut euch das einfach mal an. Wir können einfach wirklich diese Strecke so konzipieren. Ey, es ist so nice, wirklich. Es ist einfach so nice, dass es funktioniert hier. Ja, Leute, ich würde sagen, wir versuchen einfach mal jetzt diese
kleine Strecke zu fahren. Und ihr seht, das müsste jetzt hier funktionieren. Wir sind ein bisschen langsamer unterwegs. Oh mein Gott, wir fahren einfach die Wand entlang. Alter, wie verrückt ist das denn? Jetzt fahren wir hier runter. Ja, jeden Moment. Komm, gib alles. Ach Mann! Ja, okay, wir haben jetzt hier keinen Schwung. Aber an sich funktioniert es auf jeden Fall, dass wir hier immer runterfahren können, immer hochfahren können. Schau euch das an. Alter, was? Ey, es sieht einfach so falsch aus. Es sieht einfach so unglaublich falsch aus. Und schaffen wir es jetzt diesmal hier, irgendwie von der Stelle zu kommen? Nein, auch nicht, Leute. Okay, hier gibt er das Minecraft seinen Geist auf. Oh doch, jetzt haben wir es hinbekommen, Leute. Jetzt haben wir es hinbekommen. Also, absolut mein Lieblingsfeature hier, dass wir einfach Wände hochfahren können in Minecraft. Ey, so verrückt, Leute. So verrückt. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Anblick sehen wir uns dann morgen wieder bei einem neuen Video oder um 18 Uhr bei einem neuen Shorts-Video. Schaut vorbei, Leute. Haut da rein und ciao.